So, meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Vorlesung Bilanzrecht in dieser Woche. Wir hatten in der zurückliegenden Woche uns zuletzt angeschaut die Größenklassen bei den Kapitalgesellschaften und bei den gleichgestellten GmbH und Co. KG. Von diesen Größenklassen hängt es ab, welche Vorschriften des Handelsbilanzrechts im Einzelnen zur Anwendung kommen. Für die großen und mittelgroßen Kapitalgesellschaften gibt es strengere Vorschriften als für die kleinen und Kleinstkapitalgesellschaften. Wir hatten dann begonnen mit den einzelnen Phasen bei der Entstehung des Jahresabschlusses und seiner einzelnen Bestandteile. Und der erste Schritt ist hier der der Aufstellung. Wir hatten dann auch uns einen Überblick schon verschafft über die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses, also in jedem Falle die Bilanz- und die Gewinn- und Verlustrechnung bei den Kapitalgesellschaften und den gleichgestellten Unternehmen kommen noch hinzu. Der Anhang und der Lagebericht. Und wir hatten dann begonnen mit den einzelnen Phasen bei der Entstehung des Jahresabschlusses und seiner Bestandteile. Und hier steht am Anfang die Aufstellung. Das ist der technische Vorgang, der zunächst einmal unternehmensinterne Vorgang der Ableitung des Jahresabschlusses, der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung aus der laufenden Buchführung, das heißt also aus den einzelnen Bestands- und Erfolgskonten, wie wir das in den letzten beiden Stunden uns angeschaut hatten anhand dieser Buchungssätze, die wir gebildet haben. Es wird also für jeden einzelnen Posten der Bilanz- und der Gewinn- und Verlustrechnung ein Bestands- bzw. Erfolgskonto geführt. Darauf werden dann alle Geschäftsvorfälle, die das Konto betreffen, gebucht. Und diese einzelnen Konten werden dann am Ende des Geschäftsjahres in die Bilanz, in die Gewinn- und Verlustrechnung überführt. Und dieser Vorgang mit Hilfe auch des Inventars. Und dieser Vorgang ist dann zunächst einmal die Aufstellung des Jahresabschlusses. Dadurch entsteht der Jahresabschluss zunächst einmal unternehmensintern, muss unterschrieben werden durch das jeweils zuständige Organ. Und das ist bei Einzelunternehmen der Einzelkaufmann, bei den Personenhandelsgesellschaften der geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter und bei den Kapitalgesellschaften dann der Geschäftsführer bzw. der Vorstand bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien, der persönlich haftende Gesellschafter. Der ist zuständig für die Aufstellung und auch für die Unterschrift. Er kann sich natürlich bei der Aufstellung auch Hilfspersonen bedienen, muss aber am Ende durch seine Unterschrift die Verantwortung für den Jahresabschluss übernehmen. Zuletzt hatten wir uns angeschaut die Aufstellungsfristen und hatten hier festgestellt, dass es für Personenunternehmen, das heißt für Einzelkaufleute und auch für Personenhandelsgesellschaften, keine feste Aufstellungsfrist gibt, anders als für die Kapitalgesellschaften. Dort gibt Paragraph 264 HGB eine Frist von 3 Monaten nach dem Ende des betreffenden Geschäftsjahres vor. Bei den Personenunternehmen haben wir keine feste Frist, sondern da sagt Paragraph 243 Absatz 3 HGB, dass die Aufstellung innerhalb der einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entsprechenden Zeit erfolgen muss. Das ist also, wenn man so will, eine flexible Frist. Man ist sich aber doch weitgehend einig, dass die Höchstfrist 1 Jahr ist, das heißt spätestens bis zum Ende des auf das betreffende Geschäftsjahr folgenden Geschäftsjahres muss auch bei den Personenunternehmen die Aufstellung erfolgen. Das gilt also gleichermaßen für Einzelkaufleute als auch für Personenhandelsgesellschaften, wobei sich wiederum nach dem Publizitätsgesetz für Großunternehmen, für große Personenunternehmen eine Abweichung ergeben kann. Nach dem Publizitätsgesetz beträgt die Frist für solche Großunternehmen, die in den Anwendungsbereich Paragraph 1 Publizitätsgesetz des Publizitätsgesetzes fallen. Da haben wir wieder diese Frist von 3 Monaten, wie wir sie auch für Kapitalgesellschaften haben. Bei Kapitalgesellschaften also in Paragraph 264 Absatz 1 Satz 3 die ausdrückliche Festlegung einer Aufstellungsfrist von 3 Monaten, wobei es da wiederum eine Ausnahme für kleine Kapitalgesellschaften und damit automatisch auch für Kleinstkapitalgesellschaften gibt. Die dürfen den Jahresabschluss auch später als nach Ablauf dieser 3 Monate aufstellen.
Wenn dies einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entspricht, heißt es in 264 Absatz 1 Satz 4, das also die Einschränkung. Das bedeutet also für kleine Kapitalgesellschaften, da haben wir eine Höchstfrist von 6 Monaten. Allerdings darf diese Höchstfrist nur dann ausgenutzt werden, wenn dies einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entspricht. Das muss dann im Einzelfall festgestellt werden. Dann darf also diese Aufstellung innerhalb von bis zu 6 Monaten erfolgen und es besteht keine Bindung an diese strenge 3-Monatsfrist bei kleinen Kapitalgesellschaften. Das ist also eine der verschiedenen Erleichterungen, größenabhängigen Erleichterungen, die das Gesetz je nach der Größenklasse vorsieht für kleine und Kleinstkapitalgesellschaften. Den Kapitalgesellschaften gleichgestellt sind, wie wir das ebenfalls in der letzten Stunde schon besprochen haben, die unter § 264a HGB fallenden Personenhandelsgesellschaften. Darunter fallen insbesondere die typischen GmbH und Co. KGs. Allgemein fallen unter 264a alle Personenhandelsgesellschaften, bei denen weder unmittelbar noch mittelbar eine natürliche Person unbeschränkt persönlich mit ihrem Privatvermögen für die Gesellschaftsverbindlichkeiten haftet. Die Erwägung des Gesetzgebers ist, dass wir dann eine ähnliche Haftungssituation aus Perspektive der Gesellschaftsgläubiger haben wie bei den Kapitalgesellschaften und das rechtfertigt die Anwendung der strengeren Vorschriften der 264 folgende für Kapitalgesellschaften. Welche Konsequenzen hat es, wenn man die Aufstellungsfrist, die für das betreffende Unternehmen jeweils geltende Aufstellungsfrist überschreitet? Keine unmittelbaren Konsequenzen. Das Gesetz des HGB sieht also für die Überschreitung, die bloße Überschreitung der Aufstellungsfrist, keine Sanktionen vor. Allerdings kann es mittelbar zu einer Sanktionierung kommen, denn für die verspätete Offenlegung sieht das Gesetz dann doch eine Sanktionierung vor, nämlich ein Ordnungsgeld nach § 335 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 HGB. Für die verspätete Offenlegung also besteht eine Sanktionierung in Gestalt eines Ordnungsgeldes. Das ist also eine Ordnungswidrigkeit. Und wenn die Aufstellung verspätet erfolgt, dann wird in der Regel auch die Offenlegung verspätet erfolgen. Die Offenlegungspflicht, die ist in § 325 HGB vorgesehen, 325 Absatz 1. Die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs von Kapitalgesellschaften haben für die Gesellschaft folgende Unterlagen in deutscher Sprache offenzulegen, insbesondere den Jahresabschluss und Lagebericht. Und 325 Absatz 1a sagt, die Unterlagen sind spätestens ein Jahr nach dem Abschlussstichtag, also innerhalb eines Jahres, einzureichen beim elektronischen Bundesanzeiger. Und für den Fall, dass diese Offenlegungsfrist von einem Jahr nach Ablauf des betreffenden Geschäftsjahres nicht eingehalten wird, sagt § 325 gegen die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft, die die Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses nicht befolgen, ist wegen des pflichtwidrigen Unterlassens der rechtzeitigen Offenlegung vom Bundesamt für Justiz ein Ordnungsgeldverfahren einzuleiten. Das heißt, hier findet dann eine Sanktionierung statt. Also mittelbare Sanktionierung damit auch der verspäteten Aufstellung. Die Aufstellung, das haben wir schon besprochen, muss in deutscher Sprache und in Euro erfolgen, § 244 HGB. Und an die Aufstellung schließt sich die Prüfung des Jahresabschlusses an. Jedenfalls bei bestimmten Unternehmen besteht eine Prüfungspflicht. Und diese Prüfung bedeutet, dass ein externes Unternehmen, das externe Prüfer, unternehmensfremde Prüfer, sich den Jahresabschluss anschauen, den Jahresabschluss auf die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung, der GOB, überprüfen und dann am Ende entweder die GOB-Konformität bestätigen durch ein entsprechendes sogenanntes Testat, durch einen Prüfungsvermerk oder aber die Erteilung des Testats verweigern oder einen eingeschränkten Prüfungsvermerk geben. Das sind also die möglichen Ergebnisse einer solchen externen Prüfung. Diese externe Prüfung soll wiederum auch im Interesse des Gläubigerschutzes, im Interesse
der Gesamtheit potenzieller Gläubiger, potenzieller Kreditgeber oder auch Anleger, Investoren sicherstellen, dass der Jahresabschluss den GOB genügt und insbesondere auch den gläubigerschützenden Vorgaben der GOB genügt. Das also bei allen Kapitalgesellschaften vorgeschrieben, die nicht klein im Sinne des 267 Absatz 1 HGB sind und damit auch Kleinstkapitalgesellschaften ausgenommen von der Prüfungspflicht. Prüfungspflichtig sind also im Ergebnis alle mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften, § 316 Absatz 1 Satz 1. Und insoweit ist noch zu berücksichtigen, dass, wie wir in der letzten Stunde schon gesehen haben, nach 267 Absatz 3 alle kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften als große gelten, selbst wenn sie von den Größenmerkmalen her kleine oder sogar Kleinstkapitalgesellschaften sind. Kapitalmarktorientierte, die also für selbst ausgegebene Wertpapiere einen organisierten Markt, die Börse in Anspruch nehmen, gelten immer als große und unterliegen dementsprechend immer der Prüfungspflicht. Das liegt auch nahe, weil diese kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften sich ja explizit über die Börse an das gesamte Anlegerpublikum wenden und hier besteht dementsprechend auch ein besonderes Bedürfnis einer externen Prüfung der Rechnungslegungsunterlagen des Jahresabschlusses. Auch in Bezug auf die Prüfung haben wir wieder diese Gleichstellung der insbesondere typischen GmbH und Co. KG mit den Kapitalgesellschaften. 264a ordnet ja eine generelle Gleichstellung der unter diese Vorschrift fallenden Personen, Handelsgesellschaften, insbesondere der typischen GmbH und Co. KG mit den Kapitalgesellschaften an und dementsprechend unterliegen auch mittelgroße und große GmbH und Co. KG der Prüfungspflicht. Andere Personen, Handelsgesellschaften, die also nicht unter 264a HGB fallen und auch Einzelkaufleute können nach Maßgabe des Publizitätsgesetzes wiederum einer Prüfungspflicht unterfallen. Wenn sie also in den Anwendungsbereich des Publizitätsgesetzes fallen, dann ordnet § 6 Publizitätsgesetz wiederum auch eine Prüfungspflicht für solche Personenunternehmen an. Diese Prüfungspflicht ist im letzten Jahr auch etwas mehr in den Fokus der Allgemeinheit gerückt. Sie erinnern sich an den Wirecard-Bilanzskandal. Darauf werde ich gleich noch einmal zurückkommen. Das war ein großer, einer der wohl größten Bilanzskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Unternehmen Wirecard, das zeitweise auch im DAX war, war jahrelang, über 10 Jahre lang von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young geprüft worden und die hatten jahrelang nichts beanstandet, obwohl es schon so ab 2009, 2010 gewisse Anhaltspunkte dafür gab, dass da etwas in den Bilanzen nicht in Ordnung sein könnte. Und dann zuletzt wurde der Prüfungsvermerk von Ernst & Young im Rahmen der Abschlussprüfung verweigert, weil es nämlich für Konten auf den Philippinen, Treuhandkonten auf den Philippinen mit einem angeblichen Guthaben von 1,9 Milliarden Euro keine Nachweise, keine Belege gab. Das fiel dann zu dem Zeitpunkt erst auf. Diese Konten waren vorher schon auch in den zurückliegenden Jahren in der Bilanz ausgewiesen. Das fiel aber erst dann bei der letzten Abschlussprüfung auf und der Prüfungsvermerk wurde verweigert. Das hatte zur Konsequenz, dass Kredite gekündigt wurden, dass das Unternehmen dann Insolvenz anmelden musste und dass der Börsenkurs ins Bodenlose abstürzte. Also riesige Weiterungen dieses Bilanzskandals. Und es laufen strafrechtliche Ermittlungen gegen Vorstandsmitglieder. Ein Vorstandsmitglied, Herr Masalek, ist nach wie vor flüchtig, wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Also das ist ein riesiger Bilanzskandal. Daneben gibt es noch einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag, denn auch die BaFin bzw. die ihr unterstellte Prüfungsbehörde hat bei dem Ganzen auch kein allzu gutes Bild abgegeben. Darauf werde ich am Ende aber noch einmal bei diesem Abschnitt Prüfung zurückkommen. Ja, das ist also ein Thema, das die Allgemeinheit im zurückliegenden Jahr jetzt sehr beschäftigt hat und auch dazu führen wird, aller Voraussicht nach, dass sich im Bereich des Prüfungsrechts etwas ändert. Da hat man nämlich jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht, das einige Vorschriften ändern wird unter dem Eindruck dieses Bilanzskandals. Dazu aber dann am Ende Näheres.
Eine Besonderheit bei der Prüfungspflicht gibt es wiederum für kapitalmarktorientierte Unternehmen von öffentlichem Interesse. Da gelten vorrangig die Vorschriften einer EU-Verordnung. Die Verordnungen der EU gelten ja unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten, ohne dass sie einer Umsetzung bedürfen. Das heißt, für solche Unternehmen gelten nicht die Bestimmungen der 316 folgende HGB, sondern vorrangig die Sondervorschriften der EU-Abschlussprüferverordnung und die ergänzenden Vorschriften der Abschlussprüferrichtlinie der EU. Unter diesen Begriff der Unternehmen von öffentlichem Interesse fallen Unternehmen, deren übertragbare Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt eines Mitgliedstaates zugelassen sind, das heißt börsennotierte Unternehmen insbesondere, Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen und darüber hinaus auch Unternehmen, die von den Mitgliedstaaten zu solchen Unternehmen von öffentlichem Interesse bestimmt werden. Das können dann also die Mitgliedstaaten selbst entscheiden innerhalb bestimmter Vorgaben, ob sie weitere Unternehmen für Unternehmen von öffentlichem Interesse erklären. Die unterliegen also primär den Vorgaben dieser EU-Abschlussprüferverordnung. Ja, was ist also Gegenstand dieser externen Prüfung? Diese Prüfung bezieht sich in erster Linie auf den Jahresabschluss und den Lagebericht, aber einbezogen werden auch letztendlich sämtliche Rechnungslegungsunterlagen, aus denen ja der Jahresabschluss und der Lagebericht hervorgehen. Paragraph 316 HGB. Der Jahresabschluss und der Lagebericht von Kapitalgesellschaften, die nicht kleine im Sinne des 267 HGB sind durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, heißt es hier. Und Prüfungsgegenstand also Jahresabschluss und Lagebericht. Aber aus Paragraph 317 ergibt sich, dass auch letztendlich die gesamten Rechnungslegungsunterlagen einzubeziehen sind. 317 Absatz 1. In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buchführung einzubeziehen, sind also die Konten, die über das Geschäftsjahr hingeführt worden sind, alle Belege. Wir haben ja den Grundsatz, keine Buchung ohne Beleg. Alle Belege sind im Grundsatz einzubeziehen, um zu überprüfen, ob tatsächlich das, was in dem Jahresabschluss ausgewiesen ist, auch gedeckt ist durch entsprechende Geschäftsvorfälle, durch entsprechende Belege. Und an solchen Belegen fehlte es im Wirecard-Skandal für diese Treuhandkonten, die es angeblich auf den Philippinen gab, mit einem angeblichen Guthaben von 1,9 Milliarden Euro. Das fiel dann aber erst nach einigen Jahren merkwürdigerweise auf. Man hätte ja in der Vergangenheit, wenn es keine Belege gab, auch einmal dort bei den angeblichen Banken, die Konten führten, anrufen oder eine E-Mail schreiben können. Das ist offenbar nicht geschehen. Also die Buchführung ist einzubeziehen in diese Prüfung. Und bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft ist zusätzlich zu prüfen die Existenz und Funktionsfähigkeit des sogenannten Risikoüberwachungs- oder Risikomanagementsystems des Vorstands. Paragraph 91 Absatz 2 Aktiengesetz schreibt für börsennotierte Aktiengesellschaften die Einrichtung eines solchen Risikoüberwachungssystems vor. Das ist, kann man unter dem Oberbegriff Compliance subsumieren. Compliance also die Schaffung von unternehmensinternen Vorkehrungen, die sicherstellen, dass zunächst einmal die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden, dass aber auch etwaige Risiken, wirtschaftliche, finanzielle Risiken frühzeitig erkannt werden. Und börsennotierte Aktiengesellschaften müssen innerhalb des Vorstands ein solches Überwachungserkennungssystem einrichten und auf die Existenz und Funktionsfähigkeit eines solchen Risikoüberwachungssystems muss sich nach § 317 Absatz 4 HGB ebenfalls die Abschlussprüfung beziehen. Ja, was ist Inhalt der Prüfung? Nicht die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit der einzelnen Maßnahmen innerhalb des Unternehmens und auch nicht die Frage der kaufmännischen Vertretbarkeit, sondern die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung. Das heißt also die Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben, die Übereinstimmung mit den GUB. Das ist also
der Inhalt der Prüfung, Ziel der Prüfung, Feststellung, ob die Rechnungslegung und ob der Jahresabschluss, der Lagebericht in Einklang stehen mit den gesetzlichen Vorschriften und den GOB. Das also das Ziel der Prüfung 317 Absatz 1 Satz 2. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung und natürlich auch der GOB, das sind ja letztendlich ungeschriebene gesetzliche Vorschriften, eingehalten worden sind. Der Lagebericht ist darüber hinaus auch darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss übereinstimmt, im Einklang steht und auch insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens vermittelt und auch darauf hin, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 317 Absatz 2 gibt das also vor. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss übereinstimmt, im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Also auch das also Gegenstand der Prüfung. Sie erinnern sich, dass der Lagebericht auch ein wertendes und auch ein prognostisches Element hat. Es wird also da anders als im Jahresabschluss selbst nicht nur die zurückliegende Entwicklung dargestellt, beschrieben, sondern es wird sie auch bewertet unter dem Gesichtspunkt insbesondere der künftigen Chancen und Risiken. Es wird eine Prognose auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse und auch der zu erwartenden Ereignisse angestellt und auch das muss dann Gegenstand der Prüfung sein. Wie gesagt, kein Urteil über die kaufmännische, die betriebswirtschaftliche Richtigkeit, Vertretbarkeit etwaiger unternehmerischer Entscheidungen, die zu diesen Ergebnissen, zu diesem Jahresabschluss geführt haben. Darauf bezieht sich die Prüfung nicht und grundsätzlich auch nicht darauf, ob das Unternehmen das Potenzial hat, fortzubestehen oder ob möglicherweise Insolvenzrisiken bestehen. Auch darauf bezieht sich grundsätzlich die Abschlussprüfung nicht. 317 Absatz 4a sagt, soweit nichts anderes bestimmt ist, hat die Prüfung sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann. Das also ebenfalls nicht Gegenstand der Prüfung. Das kann anders sein, wenn der Prüfungsauftrag insbesondere bei einem Unternehmen, das davon ausgehen muss, dass es insolvenzreif ist, anders erteilt ist, so erteilt worden ist, dass diese Aspekte mit einzubeziehen sind. Aber grundsätzlich ist das nicht Gegenstand der externen Prüfung. Ja, wer kann nun Abschlussprüfer sein? Wir haben gerade gesehen, natürlich die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, etwa Ernst & Young, wie im Wirecard-Fall, aber im Grundsatz jedes andere Wirtschaftsprüfungsunternehmen, jede andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder auch theoretisch einzelne Personen als Wirtschaftsprüfer. Die Zulassung als Wirtschaftsprüfer oder als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist nicht im HGB geregelt, sondern in der Wirtschaftsprüferverordnung, abgekürzt WPO, geregelt. Das heißt also, diese Vorgaben finden Sie nicht im HGB, sondern in einem eigenen Gesetz, Wirtschaftsprüferverordnung, die wiederum zurückgeht auf eine EU-Richtlinie. Die Voraussetzungen für die Zulassung als Wirtschaftsprüfer oder als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind in einer EU-Richtlinie EU-weit einheitlich vorgegeben und diese ist dann umgesetzt worden in der Wirtschaftsprüferverordnung. Die Wahl der Abschlussprüfer erfolgt bei den Kapitalgesellschaften. Im Grundsatz sind ja nur Kapitalgesellschaften prüfungspflichtig durch die Gesellschafter bzw. die Gesellschafterversammlung. Das ist im Einzelnen in den 318 folgende HGB geregelt. 318, der Abschlussprüfer wird von den Gesellschaftern gewählt und bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung und offenen Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften im Sinne des 264a kann der Gesellschaftsvertrag auch etwas anderes bestimmen, kann also eine Zuständigkeit eines anderen Gesellschaftsorgans vorsehen. Im Grundsatz aber muss die Gesellschafterversammlung bzw. bei der Aktiengesellschaft die Hauptversammlung die Abschlussprüfer bestellen, also die Abschlussprüfer auswählen. Gleiches gilt, wie gesagt, für die GmbH und Co. KG, wiederum mit der Regelung des 318 Absatz 1 Satz 2, dass der Gesellschaftsvertrag die Zuständigkeit eines anderen Organs vorsehen kann. Der
eigentliche Prüfungsauftrag wird dann aber erteilt durch die gesetzlichen Vertreter. Das ist also zunächst einmal der interne Vorgang der Bestimmung, der Bestellung der Abschlussprüfer, welches Wirtschaftsprüfungsunternehmen soll also mit der Prüfung beauftragt werden. Um das nach außen umzusetzen, bedarf es dann aber eines Tätigwerdens des jeweiligen Vertretungsorgans, das heißt bei der GmbH der Geschäftsführer, bei der Aktiengesellschaft des Vorstands, der dann mit dem betreffenden Wirtschaftsprüfungsunternehmen den Vertrag über die Prüfung abschließt. Das ist dann ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit Dienst- oder wohl auch werkvertraglichem Charakter. Es wird ja ein Erfolg, nämlich die Erstellung des Prüfungsberichtes, geschuldet. Das heißt, das wird man wohl am ehesten als werkvertraglich qualifizieren müssen. Also ein Geschäftsbesorgungsvertrag 675.1 mit werkvertraglichem Charakter. Der wird dann durch das Vertretungsorgan der zu prüfenden Gesellschaft abgeschlossen. Natürlich müssen die Abschlussprüfer zustimmen. Selbst wenn sie durch die Gesellschafterversammlung ausgewählt worden sind, müssen sie, damit der Vertrag zustande kommt, natürlich noch die Annahme erklären. Und damit ist dann der zivilrechtliche Prüfungsvertrag zustande gekommen. Und wer kann also als Abschlussprüfer ausgewählt werden? 319 Absatz 1 Satz 1 sagt: Abschlussprüfer können Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sein. Und wie gesagt, wer als Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zugelassen werden kann, das gibt die Wirtschaftsprüferverordnung vor, die wiederum auf einer EU-Richtlinie beruht. Grundsätzlich können alle Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beauftragt werden mit der Prüfung. Allerdings gibt es in 319 und 319a eine Reihe von Ausschlussgründen. Diese Prüfung soll ja eine neutrale, eine unparteiische Prüfung durch ein externes Unternehmen, durch externe Personen sein, die der Gesellschaft nicht selbst angehören und auch nicht mit der Gesellschaft verbunden sind, jedenfalls nicht so eng verbunden, dass die Neutralität und die Unparteilichkeit in Frage steht. Und dementsprechend formuliert Paragraph 319 und 319a, 319b bestimmte Ausschlussgründe in denjenigen Fällen, in denen der Gesetzgeber davon ausgeht, dass die notwendige Neutralität und Unternehmensferne nicht gegeben ist. Ein allgemeiner Ausschlussgrund ist Paragraph 319 Absatz 2, die Befangenheit. 319 Absatz 2 sagt allgemein: Ein Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer ist als Abschlussprüfer ausgeschlossen, wenn während des Geschäftsjahres, für dessen Schluss der zu prüfende Jahresabschluss aufgestellt wird, oder während der Abschlussprüfung Gründe, insbesondere Beziehungen geschäftlicher, finanzieller oder persönlicher Art vorliegen, nach denen die Besorgnis der Befangenheit besteht. Ja, Sie kennen das schon aus dem Zivilprozessrecht oder auch Strafprozessrecht, wenn beim Richter Besorgnis der Befangenheit gegeben ist, wenn Besorgnis besteht, dass der Richter möglicherweise nicht neutral, nicht unparteiisch über den Rechtsstreit entscheidet, dann kann er auf Antrag ausgeschlossen werden von der Entscheidung. Und ganz ähnlich ist es hier bei den Abschlussprüfern. Es reicht schon die Besorgnis der Befangenheit aus. Das heißt, triftige Gründe, entsprechende Anhaltspunkte müssen dafür sprechen, dass diese Neutralität, Unparteiigkeit nicht gegeben ist. Und das führt dann zu einem Ausschluss. Es sind dann aber noch einige spezielle Ausschlussgründe in den weiteren Vorschriften des 319 und 319a und b näher formuliert. Hier noch einmal eine Übersicht. Ich habe Ihnen den entsprechenden Aufsatz, dem ich das entnommen habe, werde ich Ihnen in OLAT einstellen. Das heißt, da sehen Sie das noch einmal größer. Der Markt ist unter einigen großen und einigen mittelgroßen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften recht stark aufgeteilt. Natürlich gibt es auch kleine Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die jetzt in dieser Aufstellung nicht auftauchen, aber gerade was die börsennotierten, die großen Unternehmen, die zu prüfen sind, anbelangt, ist der Markt doch recht stark aufgeteilt unter einer Handvoll besonders großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und die ersten vier, die hier genannt sind, das sind die sogenannten Big Four, die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, alles internationale Gesellschaften, die jeweils einen Gesamtumsatz von
einer Milliarde und mehr haben und recht abgeschlagen dahinter dann mit 200 Millionen BDO und dann weitere Prüfungsgesellschaften. Und diese Big Four sind zum einen PricewaterhouseCoopers, PwC, das ist also die größte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dann Ernst & Young, die auch tätig waren bei Wirecard, KPMG und Deloitte, das sind die sogenannten Big Four, die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die insbesondere den Markt der börsennotierten, der großen zu prüfenden Unternehmen weitgehend unter sich aufgeteilt haben. Ja, hier ist die Frage, welche Rechtsfolge hat es, wenn Gesellschaften und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften den Grundsatz der Unbefangenheit missachten? Zu den Sanktionen kommen wir gleich noch. Das kann zum Beispiel zur Anfechtbarkeit des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses führen, kann unter Umständen auch zu einer Schadenersatzhaftung führen. Zu den Sanktionen für Fälle, dass bestimmte Vorschriften des Prüfungsrechts nicht beachtet worden sind, kommen wir gleich noch. Also eine Konsequenz kann die Anfechtbarkeit des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses sein oder es kann auch eine Schadenersatzhaftung resultieren. Darüber hinaus aber auch, dann kann das den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit, im schlimmsten Fall sogar einer Straftat erfüllen. Ja, wie gesagt, es gibt noch einige spezielle Ausschlussgründe in den 315 Absätze 3 und 4 dann für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und ein besonders wichtiger Ausschlussgrund ist der des 319 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe A. Diese Vorschrift schauen wir uns einmal genauer an. 319 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe A. Also ein Wirtschaftsprüfer ist insbesondere und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Absatz 4 insbesondere von der Abschlussprüfung ausgeschlossen, wenn er oder eine Person, mit der er seinen Beruf gemeinsam ausübt, Nummer 3a, über die Prüfungstätigkeit hinaus bei der zu prüfenden oder für die zu prüfende Kapitalgesellschaft in dem zu prüfenden Geschäftsjahr oder bis zur Erteilung des Bestätigungsvermerks bei der Führung der Bücher oder der Aufstellung des zu prüfenden Jahresabschlusses mitgewirkt hat. Das leuchtet ein, denn wer die zu prüfenden Rechnungsunterlagen selbst miterstellt hat, der prüft ja gewissermaßen sich selbst und kann dementsprechend kaum neutral sein. Das ist also ein wichtiger Ausschlussgrund und 319 Absatz 3 sieht aber noch weitere Ausschlussgründe vor. Bei kapitalmarktorientierten Unternehmen im Sinne des 319a haben wir noch einige besondere Ausschlussgründe. 319a Absatz 1 HGB. Ein Wirtschaftsprüfer ist über die in 319 Absatz 2 und 3 genannten Gründe hinaus auch dann von der Abschlussprüfung eines Unternehmens, das kapitalmarktorientiert ist, ausgeschlossen, wenn er unter anderem in dem Geschäftsjahr, für dessen Schluss der zu prüfende Jahresabschluss aufzustellen ist, über die Prüfungstätigkeit hinaus Steuerberatungsleistungen erbracht hat, die sich einzeln oder zusammen auf den zu prüfenden Jahresabschluss unmittelbar und nicht nur unwesentlich auswirken. Auch Steuerberatungsleistungen können also zum Ausschluss bei kapitalmarktorientierten Unternehmen führen. Da hat man nicht unbedingt an den Buchführungsunterlagen mitgewirkt, aber eben Steuerberatungsleistungen erbracht. Und hier heißt es dann noch weiter, eine nicht nur unwesentliche Auswirkung liegt insbesondere dann vor, wenn die Erbringung der Steuerberatungsleistungen im zu prüfenden Geschäftsjahr den für steuerliche Zwecke zu ermittelnden Gewinn im Inland erheblich gekürzt hat. Das heißt also, wenn diese Steuerberatungsleistungen zu einer deutlichen Minderung der Steuerlast für das Unternehmen geführt haben, dann wird das als eine wesentliche Steuerberatungsleistung angesehen und die führt bei kapitalmarktorientierten Unternehmen dann zusätzlich zu den Ausschlussgründen nach 319 Absatz 2 und 3 zum Ausschluss. Das gleiche auch Nummer 3, wenn Bewertungsleistungen für die zu prüfende Kapitalgesellschaft erbracht worden sind. Das also noch zusätzliche
Ausschlussgründe und 319b regelt dann sogenannte Netzwerke. 319b, ein Abschlussprüfer ist von der Abschlussprüfung ausgeschlossen, wenn er wenn ein Mitglied seines Netzwerkes einen Ausschlussgrund nach 319 Absatz 2 und 3 erfüllt, es sei denn, dass das Netzwerkmitglied auf das Ergebnis der Abschlussprüfung keinen Einfluss nehmen kann. Hier geht es um ja, Unternehmensgruppen. Viele Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben dann zum Beispiel noch ausgelagert in separaten Gesellschaften, etwa bei PwC ist das der Fall. Ich glaube, PwC Legal nennt sich das. Die haben dann also noch Rechtsberatungsgesellschaften ausgegliedert. Das wäre also ein Netzwerk. Und wenn diese Rechtsberatungsgesellschaft einen Ausschlussgrund erfüllt, dann kann das zum Ausschluss auch der Wirtschaftsprüfergesellschaft von der Prüfung führen. Hier noch einmal dieser Ausschlussgrund der Erbringung von Steuerberatungsleistungen, den ich gerade erwähnt habe, die sich auf den zu prüfenden Jahresabschluss unmittelbar und nicht nur wesentlich auswirken, insbesondere indem sie die Steuerbelast erheblich verkürzt haben. Das ist also ein zusätzlicher Ausschlussgrund bei kapitalmarktorientierten Unternehmen. Und man hat aber immer diese allgemeinen Ausschlussgründe nach 319 Absatz 3, diese speziellen, näher spezifizierten und dann die Auffangklausel des 319 Absatz 2, also diese allgemeine Besorgnis der Befangenheit. Das heißt also, diese besonders aufgezählten Ausschlussgründe sind nicht abschließend, sondern man kann immer auch zurückgreifen auf 319 Absatz 2, auf die Besorgnis der Befangenheit. Ja, diese Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und der zugehörigen Buchführung, der zugehörigen Rechnungslegungsunterlagen mündet dann in einem schriftlichen Prüfungsbericht, der schriftlich dann das Ergebnis dieser Prüfung festhält. Und da muss dann zum einen Bericht erstattet werden über Art und Umfang der Prüfung und natürlich über das Ergebnis der Prüfung. Das heißt also, ist die Buchführung, ist der Jahresabschluss GOB-konform, entspricht er den gesetzlichen Vorgaben und den GOB oder aber nicht oder nur eingeschränkt. Das muss also in diesem Prüfungsbericht als Ergebnis schriftlich festgehalten werden, 321 HGB. Und auch der Fortbestand und die künftige Entwicklung unter Berücksichtigung des Lageberichts muss in diesem schriftlichen Prüfungsbericht mitgeteilt werden. Ebenfalls Umstände, sofern vorhanden, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder wenn es schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter gegen Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Satzung gibt oder diese erkennbar sind, das muss ebenfalls in diesen Prüfungsbericht aufgenommen werden, 321 Absatz 1 HGB. Das Prüfungsergebnis wird zusammengefasst in diesem Bestätigungsvermerk, den ich schon eingangs genannt habe, oder man spricht auch von einem Testat. Das ist dann die Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses, wie es sich aus dem Prüfungsbericht ergibt. Und dieser Bestätigungsvermerk, dieses Testat, kann zum Inhalt haben, entweder eine uneingeschränkte Bestätigung. Das bedeutet also, die Rechnungslegung und der Jahresabschluss erfüllen uneingeschränkt, von unwesentlichen Abweichungen abgesehen, die GOB und die gesetzlichen Vorgaben. Wenn dagegen diese Vorgaben nur eingeschränkt erfüllt werden, dann wird ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt und schließlich kann bei wesentlichen Abweichungen vom Gesetz, von den GOB auch der Bestätigungsvermerk ganz zu versagen sein. Das sind also die möglichen Inhalte des Bestätigungsvermerks. Wir schauen einmal in den 322 HGB wegen der Einzelheiten. Der Abschlussprüfer hat das Ergebnis der Prüfung zunächst einmal schriftlich in einem Bestätigungsvermerk zusammenzufassen. Der Bestätigungsvermerk hat wiederum Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung zu beschreiben und auch die Prüfungsmethoden und Grundsätze anzugeben. Und aus dieser Beurteilung muss sich zweifelsfrei ergeben, ob ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird oder ein eingeschränkter oder ob der Bestätigungsvermerk aufgrund von Einwendungen oder deshalb
versagt wird, weil der Abschlussprüfer nicht in der Lage ist, ein Prüfungsurteil abzugeben. Also diese Versagung ist entweder auszusprechen, wenn tatsächlich konkret festgestellt worden sind, dass es Verstöße gegen das Gesetz, gegen GOB gibt, oder aber weil das aufgrund beispielsweise Unvollständigkeit der vorgelegten Unterlagen nicht beurteilt werden kann. Paragraph 322 sagt dann noch, wann ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt werden kann. 322 Absatz 3. In einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk hat der Abschlussprüfer zu erklären, dass die von ihm nach Paragraph 317 durchgeführte Prüfung zu keinen Einwendungen geführt hat und dass der von den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft aufgestellte Jahresabschluss aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse nach Beurteilung des Abschlussprüfers den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der GOB aufgestellt worden ist, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögensfinanzertragslage des Unternehmens vermittelt. 322 Absatz 4, dann der eingeschränkte Bestätigungsvermerk, sind Einwendungen zu erheben, so hat der Abschlussprüfer seine Erklärung einzuschränken oder aber zu versagen. Die Versagung ist in den Vermerk, der nicht mehr als Bestätigungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzunehmen. Und diese Einschränkung oder Versagung ist auch zu begründen. Ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk darf nur erteilt werden, wenn der geprüfte Abschluss unter Beachtung der vom Abschlussprüfer vorgenommenen, in ihrer Tragweite erkennbaren Einschränkung trotzdem noch ein den tatsächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der Vermögensfinanzertragslage vermittelt. Also bei unwesentlichen Abweichungen kann dieser eingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt werden. Bei solchen Abweichungen, die so gravierend sind, dass im Ergebnis kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögensfinanzertragslage mehr vermittelt wird, da muss eine Versagung ausgesprochen werden. Und das Gleiche dann 322 Absatz 5, ebenfalls zu versagen, wenn der Abschlussprüfer nach Ausschöpfung aller angemessenen Möglichkeiten zur Klärung des Sachverhalts nicht in der Lage ist, ein Prüfungsurteil abzugeben, zum Beispiel, weil die Unterlagen schlicht unvollständig sind. Der Bestätigungsvermerk kann auch, wenn im Nachhinein solche Umstände, die zu einer Versagung führen müssen, auftauchen, widerrufen werden. Und im Falle einer Änderung des Jahresabschlusses nach erfolgter Durchführung der Prüfung muss gegebenenfalls nach 316 Absatz 3 eine Nachtragsprüfung durchgeführt werden. Das aber hier nur am Rande. Ja, welche Folgen hat es, wenn eine Prüfung trotz Prüfungspflicht, wir haben ja gesehen, prüfungspflichtig sind alle mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften und die gleichgestellten Personenhandelsgesellschaften im Sinne des 264a HGB. Wenn also eine solche gesetzlich vorgeschriebene Prüfung nicht durchgeführt worden ist, dann darf der Jahresabschluss nicht festgestellt werden. Das ist der nächste Schritt bei der Entstehung des Jahresabschlusses, die Feststellung durch das zuständige Organ. Und wenn eine Prüfung bei einem prüfungspflichtigen Unternehmen führt, dann darf eine solche Feststellung nicht erfolgen. Der festgestellte Jahresabschluss ist unter anderem Grundlage auch für etwaige Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter, Dividendenausschüttungen an die Gesellschafter und ohne festgestellten Jahresabschluss keine Dividendenausschüttung. Das wäre also dann die weitere Konsequenz. Wird trotz fehlender Prüfung ein Jahresabschluss festgestellt durch entsprechenden Beschluss der Gesellschafter oder Hauptversammlung, dann führt das zur Nichtigkeit des Jahresabschlusses. Paragraph 256 Absatz 1 Nummer 2. Ein festgestellter Jahresabschluss ist nichtig, wenn er im Falle einer gesetzlichen Prüfungspflicht nicht nach 316 1 und 3 des Handelsgesetzbuches geprüft worden ist. Das führt dann also zur Nichtigkeit des entsprechenden Beschlusses. Das gilt unmittelbar nur für die Aktiengesellschaft, aber entsprechend anwendbar auf die GmbH. Das heißt also, auch bei der GmbH führt die Feststellung eines Jahresabschlusses, der nicht geprüft worden ist, trotz Prüfungspflicht zur Nichtigkeit des Jahresabschlusses und unmittelbar anwendbar auf die Aktiengesellschaft. Und auch der Folgebeschluss über die Ergebnisverwendung ist dann nichtig nach § 253 Absatz 1 Satz 1 Aktiengesetz.
Daraus ergibt sich, dass auch der Folgebeschluss über die Ergebnisverwendung dann nichtig ist. Das heißt also, es kann dann keine Gewinnausschüttung erfolgen an die Gesellschafter und dementsprechend müssten etwaige Zahlungen, die an die Gesellschafter geleistet worden sind, von den Gesellschaftern zurückgezahlt werden. Ja, dann zu der Frage der Haftung der Abschlussprüfer. Da haben wir zunächst einmal eine zivilrechtliche Haftung und wir haben darüber hinaus auch eine Reihe von Strafvorschriften und Ordnungswidrigkeiten, Tatbeständen. Wir schauen uns aber zunächst einmal die zivilrechtliche Haftung der Abschlussprüfer an. Paragraph 323 HGB. Der Abschlussprüfer, seine Gehilfen und die bei der Prüfung mitwirkenden gesetzlichen Vertreter einer Prüfungsgesellschaft sind zur gewissenhaften und unparteiischen Prüfung und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen nicht unbefugt Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse verwerten. Wer vorsätzlich oder fahrlässig, leichte Fahrlässigkeit reicht, seine Pflichten verletzt, ist der Kapitalgesellschaft und gegebenenfalls auch einem verbundenen Unternehmen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Das ist also eine spezielle Haftungsvorschrift, eine spezielle Vorschrift über die Schadenersatzhaftung bei Verletzung von Prüfungspflichten, das aber nur eine Haftung gegenüber dem zu prüfenden Unternehmen. Hier ist nicht geregelt die Außenhaftung gegenüber dritten Personen, gegenüber gesellschaftsfremden dritten Personen, etwa Gläubigern der Gesellschaft, die auf den testierten Jahresabschluss vertraut haben, beispielsweise im Fall Wirecard, ist das ja die wichtigste Konstellation. Wir haben natürlich auf der einen Seite die Haftung gegenüber der zu prüfenden Gesellschaft, aber viel wichtiger ist in der Regel, ist in der Praxis natürlich die Haftung nach außen gegenüber dritten Personen, die auf den testierten Jahresabschluss vertraut haben, insbesondere Gläubiger der Gesellschaft, Investoren und so weiter. Diese Haftung gegenüber Dritten ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Das heißt also, insoweit muss man auf die allgemeinen Grundsätze zurückgreifen. Das heißt dann weiter, die Ersatzpflicht von Personen, die fahrlässig gehandelt haben, beschränkt sich auf 1 Million Euro für eine Prüfung. Bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft dann 4 Millionen Euro. Diese Beträge will man jetzt auch im Zuge der Gesetzesänderung anheben. Und Sie finden dann 323 Absatz 4, die Ersatzpflicht nach diesen Vorschriften kann durch Vertrag weder ausgeschlossen noch beschränkt werden. Das ist die gesetzliche Regelung, hier also nur, wenn man so will, die Innenhaftung gegenüber dem der zu prüfenden Gesellschaft selbst, keine Regelung in Bezug auf die Haftung nach außen. Und da muss man dann eben auf die allgemeinen Regeln zurückgreifen. Hier kommt in Betracht die Einordnung des Prüfungsauftrags als Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte. Das ist im Einzelnen aber umstritten. Hier müsste man dann durchsubsumieren, ob diese Voraussetzungen für den Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte erfüllt sind. Das bedeutet also zunächst einmal Leistungsnähe. Das wird man noch bei außenstehenden Gläubigern beispielsweise der Gesellschaft bejahen können. Beim Einbeziehungsinteresse aber schon zweifelhaft, ob ein Einbeziehungsinteresse der Gesellschaft gegeben ist, da sie ja diese Prüfung zunächst einmal für sich selbst, für ihre eigenen Zwecke benötigt, weniger in Bezug auf außenstehende Dritte. Und auch die Erkennbarkeit der Leistungsnähe und des Einbeziehungsinteresses für die Prüfungsgesellschaft, für den Wirtschaftsprüfer ist zweifelhaft. Deswegen wird wohl überwiegend angenommen, dass im Regelfall zumindest kein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter vorliegt. Ausnahmsweise kann aber ein solcher Vertrag gegeben sein, wenn der Kreis der durch diese Prüfung zu schützenden Personen relativ klar konturiert ist, wenn die Gesellschaft beispielsweise deutlich macht, sie benötigt den testierten Jahresabschluss für ein in Aussicht genommenes Darlehen, das sie einer bestimmten Bank vorlegen möchte, dann wird man wohl davon ausgehen können, dass wir hier zum einen ein Einbeziehungsinteresse haben, zum anderen auch die Erkennbarkeit, weil hier eben nicht die Gesamtheit aller aktuellen und potenziellen Gläubiger, das wäre ein unüberschaubarer Personenkreis, betroffen ist, sondern hier ist die Prüfung auch fokussiert auf ein ganz bestimmtes Unternehmen, eine ganz bestimmte Bank beispielsweise. Also im Einzelfall können diese Voraussetzungen schon vorliegen. Wo wir keinen Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte haben, da bleibt nur der Rückgriff auf das Deliktsrecht. Und hier ist eben das Problem, dass wir es in aller Regel mit bloßen Vermögensschäden zu tun haben, die also kein
keine Rechts- oder Rechtsgutsverletzung im Sinne des 823.1 beinhalten. Und dementsprechend bleibt hier letztendlich nur die Haftung nach § 823 Absatz 2 in Verbindung beispielsweise mit einem Strafgesetz oder eben nach 826 BGB. In beiden Fällen ist dann aber erforderlich Vorsatz, also eine vorsätzliche Verletzung von Prüfungspflichten. Und das ist im Einzelfall etwas schwierig nachzuweisen. Also diese Haftungslage doch etwas unzufriedenstellend, insbesondere was die Haftung gegenüber außenstehenden Dritten anbelangt. Und ich komme jetzt nochmal zurück auf den Wirecard-Bilanzskandal. Ich hatte das schon einmal grob skizziert. Bei Wirecard gab es schon so ungefähr seit 2009, 2010 Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten. Wirecard ist 10 oder 11 Jahre lang sogar von Ernst & Young, also von einer der Big Four Gesellschaften geprüft worden, und die hatten in der Vergangenheit immer einen uneingeschränkten Prüfungsvermerk, ein uneingeschränktes Testat erteilt, bis dann schließlich für den Abschluss für 2019 oder 18, ich bin nicht ganz sicher, jedenfalls also für den letzten geprüften Abschluss wurde dann festgestellt, es gab keine ausreichenden Belege für angebliche Treuhandkonten auf den Philippinen mit einem angeblichen Guthaben von 1,9 Milliarden Euro. Man muss wohl davon ausgehen, dass es diese Konten gar nicht gab. Das fiel also Ernst & Young dann erst bei der letzten Prüfung auf. Man hatte also vorher auch sich nicht die Mühe gemacht, offenbar dort einmal bei den angeblichen Banken nachzufragen oder sich zu erkundigen, ob es diese Guthaben tatsächlich gibt. Und das führte dann beim letzten geprüften Abschluss zur Verweigerung, zur Versagung des Prüfungsvermerks mit den Konsequenzen, die Sie alle kennen, also Insolvenzantrag. Einer der Vorstände ist auf der Flucht nach wie vor, Herr Marsalek. Der andere hatte sich dann gestellt. Es laufen strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Es laufen auch Verfahren gegen Ernst & Young, strafrechtliche, ordnungswidrigkeitenrechtliche Verfahren gegen Ernst & Young, ein Untersuchungsausschuss im Bundestag. Allerdings hatte hier auch die BaFin bzw. die ihr unterstellte Prüfungsbehörde kein so besonders positives Bild abgegeben. Es gab, wie gesagt, schon seit 2010 Anhaltspunkte, aber man ist denen nicht so recht nachgegangen, beziehungsweise die Behörde war völlig unterbesetzt. Da gab es nur so 1 bis 2 Personen, die sich dann überhaupt um die Prüfung von Wirecard beziehungsweise um die Prüfung der Prüfung sozusagen kümmern konnten. Und man ist da nicht fündig geworden. Das führte auch zu einer Rüge durch die Europäische Aufsichtsbehörde ESMA gegenüber der BaFin. Das heißt also, wir haben hier durchaus auch ein Versagen der BaFin, und die BaFin wiederum ist unterstellt dem Bundesministerium der Finanzen, und das erklärt auch diesen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag, den wir momentan haben. Ja, was macht man, wenn man selbst unter Beschuss steht? Man entfaltet so ein bisschen Aktivismus, und dementsprechend hat das Bundesfinanzministerium in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Justiz jetzt ein Regierungsentwurf, der ist also von der Bundesregierung schon beschlossen, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität Ende letzten Jahres vorgelegt, und so heißt es wörtlich auf der Internetseite des Bundesministeriums der Finanzen. Man will also mit diesem Gesetz mehr Biss für die Bilanzkontrolle erreichen. Mehr Biss, also eine Terminologie, juristische Terminologie, die mir bislang so nicht bekannt war. Mehr Wumms also durch dieses Steuerpaket, mehr Biss durch dieses Gesetz. Man will also die Befugnisse der Finanzbehörde erweitern, der Aufsichtsbehörde erweitern. Naja, ob man das wirklich braucht, vielleicht hätte man einfach etwas mehr Personal einsetzen können, das hätte womöglich schon geholfen. Hier ist die Frage, ist das Verbandssanktionengesetz? Das ist nochmal ein anderes Gesetz. Das hat also mit diesem Gesetz nichts zu tun. Dieses Verbandssanktionengesetz ist ein eigenständiges Gesetz, das also nicht an diesen Bilanzskandal anknüpft.
Ja, dann will man jetzt einführen eine verpflichtende Prüfrotation. Man ist wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht der Auffassung, das ist nicht so gut, wenn ein und dasselbe Unternehmen, in diesem Fall war es Ernst & Young gewesen, immer und immer wieder prüft, sondern man will eine verpflichtende Prüfrotation nach 10 Jahren einführen. Das heißt, nach 10 Jahren muss man die Prüfungsgesellschaft mal wechseln. Jedenfalls für bestimmte Unternehmen soll das so eingeführt werden. Und man will die Pflicht zur Trennung von Prüfung und Beratung noch weiter ausweiten. Das heißt also, es wird dann wohl noch weitere Tatbestände bei 319, 319a, 319b über den Ausschluss von der Prüfung geben. Und man will auch, und das ist in der Tat notwendig, unabhängig jetzt von diesem Bilanzskandal und unabhängig von der Verantwortung der Behörden, die zivilrechtliche Haftung des Abschlussprüfers stärken. Wir haben gesehen, dass es da doch erhebliche Haftungsdefizite im Verhältnis zu Dritten gibt. Das ist also durchaus ganz sinnvoll, dieser Punkt mehr bis für die Bilanzkontrolle. Das ist aber nur purer Aktionismus, der vielleicht auch ein bisschen von eigenen Versäumnissen der Behörde ablenken soll. Und eine verschärfte Straf- und Ordnungswidrigkeit nach rechtlicher Haftung. Das möchte man ganz gerne noch bis zum 1.7.2021 in Kraft setzen. Man wird sehen, ob das gelingt und ob diese Änderungen dann im Einzelnen so kommen. Ja, das behalten Sie das mal im Auge. Wenn während unserer Vorlesung mir da noch Erkenntnisse kommen, dann würde ich das noch nachtragen, wenn das also dem Bundestag passiert hat. Bislang ist das aber nur ein Entwurf der Bundesregierung. Ja, das also so spannend kann die Abschlussprüfung sein. Und ja, man darf auch gespannt sein, was im Untersuchungsausschuss herauskommt. Und mal schauen, was aus diesem Gesetzentwurf wird, ob das dann so oder mit Modifikationen kommt. Also man will da was machen und was in der Tat notwendig ist, ist diese zivilrechtliche Haftung, die bislang unzureichend ist. So, das die Prüfung bei prüfungspflichtigen Unternehmen und der nächste Schritt bei der Entstehung des Jahresabschlusses ist die Feststellung des Jahresabschlusses. Mit der Feststellung erlangt der Jahresabschluss sozusagen Existenz nach außen, also rechtliche Verbindlichkeit nach außen und kann damit auch Grundlage bei den Kapitalgesellschaften für die Ergebnisverwendung sein. Bei den Aktiengesellschaften ist es ja besonders streng. Es darf nur der Bilanzgewinn an die Aktionäre ausgeschüttet werden, aber auch eine Kapitalbindung bei der GmbH. Da darf auch nur das überschüssige Vermögen und dazu gehört insbesondere auch ein Bilanzgewinn an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Und diese Feststellung erfolgt durch Beschluss des jeweils zuständigen Organs. Eine Ausnahme bildet allerdings der Einzelkaufmann. Fallen die Aufstellung und die Feststellung letztendlich zusammen. Hier haben wir also keine eigenständige Etappe der Feststellung, sondern mit der Unterschrift unter den aufgestellten Jahresabschluss ist dieser dann rechtlich verbindlich. Mit der Feststellung werden dann auch die angewandten Grundsätze der Bilanzierung, also des Ansatzes dem Grunde nach und auch der Bewertung, Ansatz der Höhe nach, verbindlich festgelegt, nach außen verbindlich festgelegt. Das Gleiche dann mit Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten. Das heißt also, bei der Feststellung kann gegebenenfalls noch von entsprechenden Entscheidungen bei der Aufstellung abgewichen werden und dementsprechend auch hier die endgültige Festlegung bei der Ausübung von Beurteilungsspielräumen und Schätzungsbandbreiten, etwa bei Rückstellungen, da muss man ja immer schätzen. Und die endgültige Schätzungshöhe wird mit der Feststellung dann erst festgelegt. Also mit der Feststellung wird der Jahresabschluss erst nach außen existent. Ja, zuständiges Organ bei den Personenhandelsgesellschaften. Man geht davon aus, dass das ein Grundlagengeschäft ist. Und bei Grundlagengeschäften haben wir bei den Personenhandelsgesellschaften ja eine Zuständigkeit aller Gesellschafter, nicht nur der geschäftsführenden Gesellschafter. Allerdings kann der Gesellschafts-, also grundsätzlich wäre das Einstimmigkeit, allerdings kann der Gesellschaftsvertrag auch vorsehen, dass eine einfache Mehrheit ausreichend ist und darüber hinaus kann der Gesellschaftsvertrag auch vorsehen, dass zum Beispiel bei der
Kommanditgesellschaften, nur die persönlich haftenden Gesellschafter entscheiden. Das heißt also, hier haben wir ja keine Satzungsstränge wie bei der Aktiengesellschaft, sondern hier kann der Gesellschaftsvertrag auch abweichende Regelungen treffen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das ein Grundlagengeschäft und da müssen grundsätzlich alle Gesellschafter mitwirken. Bei der GmbH, Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung, zum einen in 42a GmbH-Gesetz geregelt und dann nochmal aufgegriffen in 46 GmbH-Gesetz. Hier also Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung. Auch hier haben wir allerdings keine Satzungsstränge wie bei der Aktiengesellschaft. Das heißt, hier kann man von diesen gesetzlichen Vorgaben, die dispositiv sind, abweichen. Die Satzung der GmbH, der Gesellschaftsvertrag, kann also durchaus auch eine Zuständigkeit eines anderen Gesellschaftsorgans vorsehen. Bei der Aktiengesellschaft dagegen ist das sehr detailliert geregelt und auch verbindlich geregelt. Bei der Aktiengesellschaft haben wir den Grundsatz der Satzungsstrenge. Das heißt, hier darf man, es sei denn, das Gesetz lässt es ausdrücklich zu, nicht von den gesetzlichen Vorgaben in der Satzung abweichen. Dementsprechend ist also hier die Zuständigkeit verbindlich vorgegeben im Aktiengesetz. Und wir haben hier eine Aufteilung zwischen den drei Organen, die es bei der Aktiengesellschaft gibt, nämlich Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung. Alle können, müssen nicht zwingend, aber können an der Feststellung beteiligt sein. Der Vorstand ist ja zuständig für die Aufstellung des Jahresabschlusses und dieser aufgestellte und geprüfte Jahresabschluss muss dann dem Aufsichtsrat vorgelegt werden. Der Aufsichtsrat kann den Jahresabschluss billigen und damit ist der Jahresabschluss dann festgestellt. § 172 Aktiengesetz, billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt. Das heißt also mit der Zustimmung, mit der Billigung des Aufsichtsrats. Dann aber heißt es weiter, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen. Dann kommt also die Hauptversammlung ins Spiel und das steht letztendlich im Ermessen von Vorstand und Aufsichtsrat. Wenn sie sich einig sind, können sie das auch ohne besonderen Anlass der Hauptversammlung übertragen. In der Praxis wird das eher dann vorkommen, wenn der Aufsichtsrat mit dem Jahresabschluss nicht so einverstanden ist und dementsprechend der Hauptversammlung diese Entscheidung überlassen möchte. Dann kommt 173, kommt die Hauptversammlung und kommt 173 ins Spiel. 173 sagt, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen oder hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht gebilligt? Das wäre die zweite Konstellation. So stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest. Ja, also in zwei Konstellationen Zuständigkeit der Hauptversammlung. Erste Konstellation, Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemeinsam, auch ohne besonderen Anlass möglich, der Hauptversammlung die Entscheidung zu überlassen über die Feststellung oder aber der Aufsichtsrat billigt den ihm vorgelegten Jahresabschluss nicht, dann hat die Hauptversammlung über die Feststellung zu entscheiden. Bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien, da haben wir ja diese besondere Stellung des persönlich haftenden Gesellschafters. Der persönlich haftende Gesellschafter haftet, wie die Bezeichnung schon sagt, persönlich nach außen mit seinem Privatvermögen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Das ist also eine Besonderheit bei Kapitalgesellschaften, wo wir normalerweise keine persönliche Haftung der Gesellschafter haben. Als Ausgleich dafür ist der Komplementär, der persönlich haftende Gesellschafter, der KGaA, der Kommanditgesellschaft auf Aktien, geborenes Gesellschaftsorgan, geborenes Geschäftsführungsvertretungsorgan der Gesellschaft. Er ist also nicht von Aufsichtsrats- oder Hauptversammlungsmehrheiten abhängig, sondern allein aufgrund seiner Stellung als persönlich haftender Gesellschafter Geschäftsführungsvertretungsorgan. Und er hat einen Gewinnanteil, der ihm zusteht und deswegen sieht 286 Aktiengesetz vor, dass der Jahresabschluss der Zustimmung des persönlich haftenden Gesellschafters bedarf, denn sein Gewinnanteil hängt ja eben von diesem Jahresabschluss ab und dementsprechend ist hier neben dem Beschluss der Hauptversammlung auch die Zustimmung des persönlich haftenden Gesellschafters erforderlich. Ja, wie ist das, wenn die Feststellungsfrist überschritten wird? Auch das zieht keine unmittelbaren Sanktionen nach sich, ganz ähnlich wie bei der Aufstellung. Aber es kann dazu führen, dass
auch die Offenlegung verspätet erfolgt und an die Offenlegung knüpfen sich dann Sanktionen, ein Ordnungsgeldverfahren an. Und eine weitere Konsequenz der Feststellung ist, dass jetzt das zuständige, eine weitere Einschränkung der Feststellung ist, dass das zuständige Organ auch bei der Feststellung an die gesetzlichen Vorgaben gebunden ist. Das heißt also, man kann zwar innerhalb der gesetzlichen Vorgaben noch einmal von der Aufstellung abweichen, was etwa die Ausübung von Bilanzierungs- oder Bewertungswahlrechten anbelangt, aber man ist eben an die gesetzlichen Vorschriften gebunden, kann also nicht außerhalb der gesetzlichen Vorschriften noch Abweichungen vornehmen von dem aufgestellten Jahresabschluss. So, das zur Feststellung und dann die letzte Etappe beim Jahresabschluss, bei der Entstehung des Jahresabschlusses ist die Offenlegung bei den offenlegungspflichtigen Unternehmen. Und hier gilt der Grundsatz, dass bei den Personenunternehmen, also Einzelkaufleuten und Personenhandelsgesellschaften, im Grundsatz keine Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses besteht. Das ist ein Grund, warum die Rechtsform der Personengesellschaften, der Personenunternehmen trotz der Haftungsrisiken nach wie vor sich einiger Beliebtheit erfreut, etwa bei Familienunternehmen, weil die dann eben ihre Jahresabschlüsse und ihre Rechnungslegung nicht nach außen offenlegen müssen. Offenlegung bedeutet, man muss den Jahresabschluss oder Teile davon zumindest veröffentlichen, das heißt der Allgemeinheit zugänglich machen. Und das ist etwas, was manche Unternehmen, vor allen Dingen Familienunternehmen, nicht gerne möchten. Und dementsprechend bleiben sie dann, wenn sie diese Offenlegungspflichten vermeiden möchten, bei der Rechtsform der Personengesellschaften. Allerdings kommt hier unter Umständen wieder das Publizitätsgesetz ins Spiel. Paragraph 9 Publizitätsgesetz kann unter Umständen auch bei Unternehmen einer bestimmten Größe, die in den Anwendungsbereich des Publizitätsgesetzes fallen, auch wenn es Personenunternehmen sind, eine Offenlegung erforderlich machen, mit allerdings dann wieder bestimmten Rückausnahmen, aber über das Publizitätsgesetz können auch Personenunternehmen dann doch in eine Offenlegungspflicht hineinkommen, das aber nur bei Großunternehmen, die die Kriterien nach § 1 Publizitätsgesetz erfüllen. Die Publizität also im Grundsatz vorgegeben für alle Kapitalgesellschaften, auch § 325 steht in den Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften und 325 Absatz 1 sagt, die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs von Kapitalgesellschaften haben für die Gesellschaft folgende Unterlagen in deutscher Sprache offenzulegen, den festgestellten oder gebilligten, bei der Aktiengesellschaft gebilligt durch den Aufsichtsrat, Jahresabschluss, Lagebericht und dann gegebenenfalls noch weitere Elemente und einschließlich auch des Bestätigungsvermerks oder des Versagungsvermerks bei den prüfungspflichtigen Unternehmen und Bericht des Aufsichtsrats und die nach 161 Aktiengesetz vorgeschriebene Erklärung. Das ist die Entsprechenserklärung, das ist also im Wesentlichen für börsennotierte Aktiengesellschaften. Und diese Unterlagen sind elektronisch beim Betreiber des Bundesanzeigers, des elektronischen Bundesanzeigers einzureichen. Und zwar Absatz 1a spätestens ein Jahr nach dem Abschlussstichtag des Geschäftsjahres, auf das die Unterlagen sich beziehen. Und diese Unterlagen werden dann eben im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus auch im Unternehmensregister bekannt gemacht. Paragraph 325 Absatz 2 müssen also unverzüglich nach der Einreichung im Bundesanzeiger bekannt machen lassen. Die werden dann also der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das bedeutet also die Offenlegung. Und grundsätzlich für alle Kapitalgesellschaften vorgeschrieben, allerdings mit bestimmten größenabhängigen Erleichterungen. Aber auch kleine Kapitalgesellschaften sind nicht völlig von der Offenlegung befreit. Diese Offenlegung auch ein Element des Gläubigerschutzes. Man will Gläubigern bei Kapitalgesellschaften, wo wir keine natürliche Person haben, die unbeschränkt mit dem Privatvermögen für die Gesellschaftsverbindlichkeiten haftet. Den Gläubigern möchte man also einen vollständigen Einblick in die Vermögensfinanzertragslage der Gesellschaften geben, damit sie sich dann darauf einstellen und gegebenenfalls auch absichern oder von einem Kontrahieren auch absehen können.
Die Frist, wie gesagt, ist ein Jahr nach dem Abschlussstichtag, Paragraph 325 Absatz 1a HGB. Wir haben aber, wie schon gesagt, größenabhängige Erleichterungen. Und zwar zunächst einmal für mittelgroße Kapitalgesellschaften ergeben die sich aus 327 Aktiengesetz. Auf mittelgroße Kapitalgesellschaften ist 325 Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die gesetzlichen Vertreter die Bilanzen nur in der für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen Form einreichen müssen. Eine verkürzte Bilanz, die also nicht in die Gliederungstiefe, wie sie eigentlich vorgeschrieben ist, geht, sondern eine geringere Gliederungstiefe hat. Eine verkürzte Bilanz kann vorgelegt werden, dass also die Erleichterung für mittelgroße Kapitalgesellschaften und 326 dann noch für kleine und Kleinstkapitalgesellschaften. Auf kleine Kapitalgesellschaften ist 325 Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die gesetzlichen Vertreter nur die Bilanz und den Anhang einreichen müssen, die Gewinn- und Verlustrechnung also nicht. Und schließlich 326 Absatz 2 bei Kleinstkapitalgesellschaften. Da können die Offenlegungspflichten auch dadurch erfüllt werden, dass die Bilanz in elektronischer Form zur dauerhaften Hinterlegung beim Betreiber des Bundesanzeigers eingereicht wird. Und natürlich diese Erleichterung nach 326 Absatz 1, dass die Gewinn- und Verlustrechnung nicht offengelegt werden muss. Das gilt auch und erst recht für Kleinstkapitalgesellschaften. Also auch Kleinstkapitalgesellschaften sind offenlegungspflichtig, allerdings mit einigen Erleichterungen 326 HGB. Bei Kapitalgesellschaften gibt es darüber hinaus noch nur für die Offenlegung ein Wahlrecht. Das regelt 325 Absatz 2a HGB, 325 Absatz 2a HGB sieht folgendes Wahlrecht für Kapitalgesellschaften vor, 325 Absatz 2a. Bei der Offenlegung kann an die Stelle des Jahresabschlusses ein Einzelabschluss treten, der nach den in 315e bezeichneten internationalen Rechnungslegungsstandards aufgestellt worden ist, den IFRS. Dieses Wahlrecht bezieht sich aber nur, das muss man hervorheben, bezieht sich nur auf die Offenlegung. Das heißt also, nur für die Offenlegung kann ein IFRS-Einzelabschluss verwendet werden mit befreiender Wirkung. Man muss dann nicht noch zusätzlich den HGB-Abschluss offenlegen. Aufgestellt und festgestellt werden muss der Einzelabschluss dagegen auch in diesen Fällen zwingend nach HGB. Das heißt also, diejenigen Unternehmen, die von diesem Wahlrecht nach 325 Absatz 2a Gebrauch machen. Die stellen dann letztendlich zwei Einzelabschlüsse auf, einen nach HGB für interne Zwecke und auch steuerliche Zwecke, Maßgeblichkeitsgrundsatz und daneben noch für Zwecke der Offenlegung den Abschluss nach IFRS. Das kann insbesondere für solche Unternehmen sinnvoll sein, die auf internationalen Kapitalmärkten sich bewegen und dort sind eben die IFRS doch gängiger als die Bilanzierungsvorschriften des HGB. Das entbindet aber eben nicht von der Verpflichtung zur Aufstellung des Einzelabschlusses nach HGB, nach Handelsrecht. Und man stellt dann letztendlich zwei Abschlüsse auf, einen für interne Zwecke, den anderen dann eben für die Offenlegung nach der 25 Absatz 2a, diesen IFRS-Einzelabschluss. Ja, dann in welcher Form, mit welchem Inhalt werden diese Unterlagen offengelegt? Das regelt 328 HGB. Da schauen wir ebenfalls kurz hinein. 328 bei der Offenlegung des Jahresabschlusses und so weiter sind diese Abschlüsse so wiederzugeben, dass sie den für ihre Aufstellung maßgeblichen Vorschriften entsprechen. Das Datum der Feststellung oder der Billigung muss angegeben werden, Absatz 1a. Und wenn der Abschluss aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch einen Abschlussprüfer geprüft wurde, so ist jeweils der vollständige Wortlaut des Bestätigungsvermerks ebenfalls anzugeben oder auch die Versagung gegebenenfalls anzugeben. Und wenn Abschlüsse in Veröffentlichungen und Vervielfältigungen, die nicht durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Satzung vorgeschrieben sind, nicht in der nach Absatz 1 vorgeschriebenen Form oder
dem vorgeschriebenen Format wiedergegeben, so ist jeweils in einer Überschrift darauf hinzuweisen, dass es sich um eine der gesetzlichen Form oder dem gesetzlichen Format nicht entsprechende Veröffentlichung handelt, das also noch Einzelheiten für die Form und das Format der Offenlegung. Auch insoweit, auch bei der Offenlegung, bei der Publizität sind wieder die unter 264a fallenden Personenhandelsgesellschaften, diejenigen Personenhandelsgesellschaften, bei denen weder unmittelbar noch mittelbar eine natürliche Person mit dem Privatvermögen für die Verbindlichkeiten haftet, einbezogen. Das heißt, auch diese müssen diesen Offenlegungspflichten nachkommen und übrige Personengesellschaften können unter das Publizitätsgesetz fallen. Das Registergericht, dem diese Unterlagen vorgelegt werden, die Rechnungslegungsunterlagen vorgelegt werden, führt keine Prüfung auf die inhaltliche Richtigkeit dieser Unterlagen durch. Dementsprechend kann sich auch aus einer fehlenden inhaltlichen Richtigkeit keine Amtshaftung ergeben, sondern sie nehmen nur eine Vollständigkeitsprüfung vor, keine inhaltliche Prüfung. Das würde die Behörden ja auch vollständig überfordern, sondern nur eine Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen. 329 HGB, der Betreiber des Bundesanzeigers prüft, ob die einstreichenden Unterlagen fristgemäß und vollzeitig eingereicht worden sind. Keine darüber hinausgehende Richtigkeitskontrolle. So, dann zu den Sanktionen. Wir hatten schon bei den Abschlussprüfern uns einige Sanktionen, zivilrechtliche Sanktionen angeschaut. Wir wollen uns jetzt nochmal insgesamt für diesen gesamten Vorgang der Aufstellung, Prüfung, Feststellung und Offenlegung des Jahresabschlusses die Sanktionen anschauen. Wir hatten schon gesehen, dass für eine verspätete Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses es keine Sanktionen gibt, sondern die Sanktionierung knüpft dann an die verspätete Offenlegung an. Darüber hinaus kann insoweit auch ein Straftatbestand erfüllt sein. 331 HGB enthält hier eine Reihe von Straftatbeständen im Zusammenhang mit der Entstehung des Jahresabschlusses. 331 mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs oder Aufsichtsrats einer Kapitalgesellschaft die Verhältnisse der Kapitalgesellschaft in unter anderem dem Jahresabschluss oder Lagebericht unrichtig wiedergibt oder verschleiert, also vorsätzlich unrichtig wiedergibt oder verschleiert. Das stellt einen Straftatbestand dar. Das dürfte wohl in dem Fall Wirecard erfüllt sein, jedenfalls bei dem auf der Flucht befindlichen Herrn Masalek. Der würde also unter diesen Straftatbestand wohl fallen und daneben können unter Umständen dann noch die allgemeinen Straftatbestände, Betrug und was da so alles gibt, erfüllt sein. Im Übrigen stellt die, wenn also keiner dieser Straftatbestände erfüllt ist, stellt eine Verletzung von Rechnungslegungspflichten nur eine Ordnungswidrigkeit dar. 334 HGB enthält also eine Auflistung verschiedener Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände. 334 HGB. Bußgeldvorschriften ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs oder Aufsichtsrats einer Kapitalgesellschaft bei der Aufstellung oder Feststellung des Jahresabschlusses die hier genannten Vorschriften, wer diesen Vorschriften zuwiderhandelt. Also wenn wir keinen Straftatbestand nach 331 erfüllt haben, der vorsätzliches Verhalten, vorsätzliches Verschleiern zum Beispiel voraussetzt, dann ist das Ganze nur eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. 334 Absatz 2, ordnungswidrig handelt, wer zu einem Jahresabschluss, einem Einzelabschluss und so weiter, der aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu prüfen ist, einen Vermerk nach 322.1 erteilt, obwohl er von der Prüfung ausgeschlossen ist, also nicht Abschlussprüfer sein darf. Das also zu der Frage von vorhin, wie wird das sanktioniert, wenn ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, obwohl es ausgeschlossen wird, nicht tätig wird. Das kann also eine Ordnungswidrigkeit darstellen, kann darüber hinaus aber auch, wie wir gleich noch sehen werden, zur Anfechtbarkeit oder sogar unter Umständen Nichtigkeit des entsprechenden Beschlusses der Gesellschaft oder Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses führen. Also Ordnungswidrigkeiten und kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Ist die Kapitalgesellschaft kapitalmarktorientiert, beträgt die Geldbuße dann höchstens 2 Millionen oder das Zweifache des aus der Ordnungswidrigkeit gezogenen wirtschaftlichen
Vorteils. Das wird sich in der Regel dann am Honorar orientieren, das für diese Prüfung vereinbart worden ist. Und noch höher dann, wenn es sich um eine kapitalmarktorientierte Gesellschaft handelt, 334 Absatz 3a, dann kann das bis 10 Millionen Euro bzw. 5% des jährlichen Umsatzes oder das Zweifache wiederum des erlangten wirtschaftlichen Vorteils sein. Auch das will man jetzt im Zuge dieser Gesetzesreform noch mal etwas verschärfen. Ja, die Frage, gibt es auch Sanktionen für Fehler beim Jahresabschluss bei Personengesellschaften, also bei den Personengesellschaften, die unter 264a fallen? Da haben wir einen Gleichlauf mit den Kapitalgesellschaften. Und im Übrigen gelten diese Sanktionenregeln nicht nur für Kapitalgesellschaften, ja zum Teil schon, also 334a. Und grundsätzlich gelten aber diese Vorschriften auch für Unternehmen anderer Rechtsform. Ja, hier ist auch nur Kapitalgesellschaft gesagt. Also das müsste ich noch einmal überprüfen. Das würde ich Ihnen dann in der nächsten Stunde nachtragen. Das ist eine gute Frage. Ja, das würde ich nochmal überprüfen. Also jedenfalls, wenn wir eine Gesellschaft haben, die unter 264a fällt, eine Personengesellschaft, die ja dann auch diejenigen, die unter das Publizitätsgesetz fallen. Bei den anderen müsste ich das in der Tat mal nachschauen. Das ist eine ganz gute Frage. Das würde ich dann in der nächsten Stunde noch nachtragen. So, dann Pflicht zur Offenlegung. Darüber hatten wir schon vorhin kurz gesprochen. Das ist also kein Bußgeldverfahren im eigentlichen Sinne, sondern das ist ein Ordnungsgeldverfahren. Wie gesagt, die Versäumung der Frist zur Aufstellung und zur Feststellung hat für sich genommen keine Sanktionierung zur Folge, wohl aber eben die verspätete Offenlegung, soweit eine Offenlegungspflicht besteht. Die kann durch ein Ordnungsgeldverfahren erzwungen werden, wenn verspätet offengelegt wird. 335 HGB regelt dieses Ordnungsgeldverfahren. Gegen die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft, die unter anderem die Vorschrift des 325 über die Pflicht zur Offenlegung nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt, ist wegen des pflichtwidrigen Unterlassens der rechtzeitigen Offenlegung vom Bundesamt für Justiz, das hier zuständig ist. Das ist eine Behörde mit Sitz in Bonn. Deswegen finden die entsprechenden Verfahren gegen Verfügungen des Bundesamts für Justiz dann auch vor dem, in der Regel ist das Landgericht Bonn, statt. Ein Ordnungsgeldverfahren nach Absatz 2 bis 6 durchzuführen, und Sie sehen, wie hoch das Ordnungsgeld sein kann. 10 Millionen, 5% des jährlichen Umsatzes oder, das ist also auch hier je nach Art der Gesellschaft, kapitalmarktorientiert 10 Millionen, dann bei anderen Kapitalgesellschaften 2 Millionen und so weiter. Also Ordnungsgeldverfahren, und dieses dient nicht nur der Sanktionierung, sondern es soll auch erzwungen werden, dass dann am Ende doch die Offenlegung erfolgt. Das ist also zugleich ein Zwangsmittel. Allerdings beim Ordnungsgeld, das hat also auch einen Sanktionscharakter, das unterscheidet das Ordnungsgeld vom Zwangsgeld. Dieses Ordnungsgeld ist auch dann zu bezahlen, wenn die Offenlegung nachgeholt wird. Also insofern hat es auch durchaus Sanktionscharakter. Das Ordnungsgeld muss zunächst einmal angedroht werden und wird dann festgesetzt, wenn innerhalb der gesetzten Frist die Offenlegung immer noch nicht erfolgt. Das ist also eine weitere Sanktionierung bei Verletzung von Pflichten im Zusammenhang mit der Entstehung des Jahresabschlusses. Eine wichtige Konsequenz, in der Praxis auch sehr wichtige Konsequenz der Verletzung von Vorschriften im Zusammenhang mit der Entstehung des Jahresabschlusses bei den Kapitalgesellschaften, kann auch die Anfechtbarkeit des festgestellten Jahresabschlusses sein. Wir haben hier eine ausdrückliche gesetzliche Regelung für die Aktiengesellschaft und damit zugleich auch für die KGaA.
In den 241 folgende finden Sie das sogenannte Beschlussmängelrecht des Aktiengesetzes. Das gilt unmittelbar natürlich nur für die AG und für die KGaA, wird aber entsprechend mit gewissen Modifikationen auch für die GmbH angewendet, wo wir keine explizite Regelung des Beschlussmängelrechts haben. Und es gilt der Grundsatz, dass ein fehlerhafter Beschluss der Hauptversammlung bzw. der GmbH-Gesellschafterversammlung wirksam und nur anfechtbar ist. Nur in Ausnahmefällen haben wir eine Nichtigkeit. Bei den Kapitalgesellschaften geht der Gesetzgeber davon aus, da haben wir ein erhöhtes Interesse an Rechtssicherheit. Es soll also nicht ein Schwebezustand entstehen, bei dem man nicht weiß, ist nun der Beschluss fehlerhaft und damit nichtig, wie das der Grundsatz bei den Personengesellschaften ist, sondern nach Ablauf der Anfechtungsfrist soll Gewissheit bestehen, dass dieser Beschluss, selbst wenn er fehlerhaft ist, so wirksam ist und dementsprechend nicht mehr beseitigt werden kann. Hier hat man ein erhöhtes Interesse an Rechtssicherheit bei den Kapitalgesellschaften, auch eben durch die Eintragung im Handelsregister. Damit haben wir ein Publizitätselement und die Kapitalgesellschaften wenden sich ja üblicherweise dann doch insbesondere die Aktiengesellschaft an ein größeres Publikum von Gläubigern, Anlegern und so weiter. Also ein erhöhter Bestandsschutz für Beschlüsse. Grundsatz ist, ein fehlerhafter Beschluss ist nicht nichtig, sondern nur anfechtbar, ausnahmsweise aber Nichtigkeit. Und Fehler bei der Aufstellung oder Feststellung des Jahresabschlusses oder auch der Prüfung können dann tatsächlich auch zur Nichtigkeit führen. Eine Besonderheit im Fall, dass bei der Aktiengesellschaft der Vorstand und Aufsichtsrat nur den Jahresabschluss feststellen und es nicht zu einem Hauptversammlungsbeschluss kommt. Wenn also der Aufsichtsrat dem vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss billigt, dann ist er damit festgestellt. Es kommt dann nicht mehr zu einem Beschluss der Hauptversammlung. Und das bedeutet, hier ist kein Raum für eine Anfechtung. Angefochten werden können nur Hauptversammlungsbeschlüsse, wohl aber kann auch in solchen Fällen eine Nichtigkeit eintreten. Bei der Aktiengesellschaft haben wir einen grundsätzlichen Ausschluss der Anfechtbarkeit wegen Verstößen gegen das Gesetz oder den Gesellschaftsvertrag, das heißt wegen inhaltlicher Mängel. Das bedeutet, im Grundsatz kann man hier nur wegen formeller Mängel anfechten, Ausnahme die Fälle, die ausdrücklich gesetzlich geregelt sind und auch die Fälle der Nichtigkeit. Bei nichtigen Beschlüssen kommt es ja gar nicht erst zur Anfechtung, sondern die sind dann automatisch unwirksam, ohne dass es einer Anfechtung bedarf. So, in 256 also eine besondere Regelung über die Nichtigkeit von Beschlüssen über die Feststellung des Jahresabschlusses. Und hier haben wir zum einen die Vorschrift, wenn er durch seinen Inhalt Vorschriften verletzt, die ausschließlich oder überwiegend zum Schutze der Gläubiger der Gesellschaft gegeben sind, Verletzung von Gläubigerschutzvorschriften zum Beispiel über die Kapitalbindung, wenn also vorgesehen ist die Ausschüttung von Beträgen, die über das nach § 57 Aktiengesetz zulässige Maß hinausgehen oder bei der GmbH § 30 GmbH-Gesetz, das wären Beispiele für gläubigerschützende Vorschriften. Dann, das hatten wir schon vorhin besprochen, wenn im Falle einer gesetzlichen Prüfungspflicht diese Prüfung nicht stattgefunden hat, ein gleichwohl festgestellter Jahresabschluss ist dann nach 256 Absatz 1 Nummer 2 nichtig. Es bedarf also keiner Anfechtung dieses Beschlusses, sondern er ist automatisch nichtig, ist automatisch unwirksam. Und das Gleiche, wenn im Falle einer gesetzlichen Prüfungspflicht zwar eine Prüfung stattgefunden hat, aber eben durch Personen, die nach 319 HGB oder nach dieser Vorschrift des HGB nicht Abschlussprüfer sind oder aus anderen Gründen nicht zum Abschlussprüfer bestellt sind. Aus anderen Gründen als den folgenden. Ausgenommen sind hier allerdings die hier genannten Gründe. Diese führen ja, wie wir gesehen haben, zu einer Sanktionierung nach diesem Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand des 334. Für sich genommen berechtigen aber diese Verstöße nicht zur oder führen diese Verstöße noch nicht zur Nichtigkeit. § 256 Absatz 2, dann noch eine spezielle Regelung für die Konstellation, dass der
Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam festgestellt worden ist, außer in den Fällen des Absatzes 1 nur nichtig, wenn der Vorstand oder der Aufsichtsrat bei seiner Feststellung nicht ordnungsgemäß mitgewirkt hat, keine ordnungsgemäße Mitwirkung also zum Beispiel des Aufsichtsrates stattgefunden hat. Und dann für die Konstellation, dass die Hauptversammlung den Jahresabschluss festgestellt hat, im Falle der Verweigerung der Billigung durch den Aufsichtsrat oder eines entsprechenden Beschlusses von Vorstand und Aufsichtsrat, eine nicht ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung führt zur Nichtigkeit, eine unzureichende Beurkundung und natürlich die Konstellation, dass eine Anfechtungsklage erfolgreich erhoben worden ist und infolgedessen dann durch Urteil die Nichtigkeit festgestellt worden ist. Ein weiterer Nichtigkeitsgrund, ein Verstoß gegen die Vorschriften über die Gliederung des Jahresabschlusses, allerdings nur, wenn dadurch die Klarheit und Übersichtlichkeit wesentlich beeinträchtigt ist und schließlich noch in den Fällen eines Verstoßes gegen Bewertungsvorschriften in bestimmten Konstellationen. Das schauen wir uns in der nächsten Stunde dann noch einmal genauer an. Bis hierhin für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche, am nächsten Dienstag zur gewohnten Zeit wieder. Ihnen bis dahin alles Gute.